Jo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich vlogge ein bisschen, denn heute geht es für mich in den Europapark. Und Leute, ich war noch nie im Europapark und deswegen wird es ein Highlight. Ich werde jetzt gleich abgeholt. Es ist 3:45, um 4 fahren wir los. In der Nacht wohlgemerkt. Und ja, ich freue mich, euch mitzunehmen. Wir sehen uns dann. Okay, Freunde, ihr seht, wir sind im Hotel angekommen. Und natürlich bekommt ihr eine Roomtour, wie es sich gehört. Ja, ich würde sagen, ich schwenke einfach mal die Kamera und dann seht ihr erstmal den Domi, Hallo. der gerade etwas sucht. Ja, mein Handy. Und dann ist hier unser super geiles Zimmer. Es ist richtig nice hier erstmal. Oh. Geiles Gemälde. Es ist halt alles so römisch gehalten, weil wir sind ja im Kolosseum. Oh, mein Handy ist in der Tasche verschwunden. Das fette Bett gehört mir. Der Domi wird da oben pennen oder da unten, er weiß es noch nicht. Und das hat er von sich aus gemacht. Also nicht, dass es jetzt hier die Leute denken, ich nehme ihm das große Bett weg. Dann hier ein Tischchen und hier ist, haben wir so Aussicht auf, das Wasserspiel, da aufs Kolosseum. Joa. Hier ist noch eine Couch. Eine Couchy-Bouchy. Ein Spiegel. Hallo. Ist auch noch mal ein Spiegel. Und was? Kann man nicht abspenden, du Scheißklo. Als ob. Ja, wirklich. Als ob man das Klo nicht absperren kann. Man kann das Klo nicht absperren. Ja, hier ist eine richtig geile Eckdusche. Eine Toilette. Und was haben wir denn hier? Wir haben. Das. Ja, was auch immer es ist. Ich weiß es nicht. Spiegel, Waschbecken und da noch ein Spiegel, Föhn, ganz viele Handtücher und richtig geil! So, wir sind angekommen. Im Hintergrund seht ihr unser tolles Hotel und den Domi. Sag Hallo. Hallo! Der Domi ist einfach der coolste Mensch auf dieser Welt. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hingehen. Wir gehen jetzt in den Europapark durch so einen komischen Tunnel. Ja, seid gespannt. Jetzt im Europapark. Ich versuche so viel zu filmen, wie es geht, aber der Park ist halt einfach riesig und ich halte mein Mikro zu, super, ne? Der Park ist riesig und ja, ich werde wahrscheinlich mehrere Teile draus machen müssen. Und es ist laut und da kommt ein Zug. Wir fahren jetzt Chuchu-Bahn. Wir gehen jetzt nach da hinten in diesen Hoverladen mal schauen und ich hau Leuten meine Kamera in die Fresse, warum nicht? Domi, was sagst du dazu, dass ich Wir Leuten... freuen uns! Ich meinte eigentlich, was sagst du dazu, dass ich Leuten meine Kamera in die Fresse hau? Tja, Dummheit.
es war ganz nice, aber es war ganz nett. Es war ein bisschen zum Entspannen. Ja, es war zum Entspannen. Oder so kann man das nennen. Ja, würde ich auch sagen. War ganz supi. Genau, und jetzt geht's weiter. Wo geht's hin? Frankreich. Jetzt geht's nach Frankreich. Bienvenue à la France. Ich kann kein Französisch, genauso wenig wie Deutsch, Englisch oder sonst irgendwelche Sprachen. Ja, genau. Also, ich glaube, wir gehen jetzt zu diesem Ding da, zum Eurosat. Ich bin gespannt, da werde ich wahrscheinlich nicht filmen können, denn filmen in der Achterbahn ist etwas schwierig. Ich habe nämlich keinen Bock, dass mir die Kamera durch die Gegend fliegt, deswegen, sorry. Also, Fazit zum Eurosat ist sehr zu empfehlen, ist ziemlich lustig. Ich will nicht viel spoilern, deswegen fahrt einfach selber mit dem Ding. Und es geht jetzt weiter, wo auch immer hin. Ja, die ist mit gut, oder? Jetzt geht es auf dieses Ding. Dieses Ding. Dieses Ding da hoch. Da kommt jetzt das Schranken. Leute, ich bin lebensmüde. Ich glaube, ich bin einfach lebensmüde. Aber egal. Wir fahren jetzt mit dem Teil. Bis dann.